Das Flutlicht erstrahlt im Blomkamp TuS Ostdorf und die dritte Mannschaft des Hamburger SV starten ins Pflichtspieljahr 2020. Viele Fans der Rothosen haben den Weg in den Westen Hamburgs gefunden. Sie alle wollen das Debüt der prominenten Neuverpflichtung miterleben. Piotr Trochowski trägt wieder die Raute auf der Brust, nimmt aber im Duell gegen den direkten Tabellennachbarn erstmal Platz auf der Bank. Die in komplett weiß gekleideten Ostdorfer können mit einem Sieg den HSV von Platz 7 verdrängen. Die erste Gelegenheit gebührt auch den Gastgebern. Joel Weiß verpasst den Ball. Er startet anstelle von Top-Torjäger Jeremy Wachter, der aufgrund von Leistenproblemen nicht von Beginn an spielt. Auf der Gegenseite macht der Top-Torschütze des HSV die ersten Bemühungen. Nikro setzt sich durch. Der erste Schuss pariert von Grundmann. Im Nachfassen hat er auch den Abpraller sicher unter seinen Armen begraben. Die Gastgeber kommen durch einen Freistoß aus spitzem Winkel. Der ist trotzdem gefährlich, vor allem da der HSV den Ball nicht klären kann und so Ostdorf die Chance am Leben hält. Der Ball gelangt zu Dilber. Der sieht Schmidt einlaufen. Der legt auf Tönkes seinen Schuss, aber keine Gefahr für Tino Demel im Tor. Die Gastgeber ziehen das Momentum auf ihre Seite. Kuckuck mit dem starken Pass auf Daniel Tönkes. Der Platz, der hat Zeit und diese nutzt er. 1:0 für Ostdorf. Die Freude ist riesig am Blomkamp. Daniel Tönkes trifft zum ersten Mal in der Oberliga. Trotzdem ist Vorsicht geboten. Letzte Woche traf Tönkes im Test gegen Lohbrügge ebenfalls zum 1:0. Am Ende stand es 1:3. Und der HSV verstärkt nach dem Rückstand den Druck. Der Ball läuft durch die Reihen der Dunkelblauen. Krüger will durchbrechen, stößt aber mit dem Kopf von Schlumbum zusammen. Der Aufschrei groß, Murat Yilmaz lässt aber weiterlaufen. Dominik Jordan bringt die Flanke in die Mitte. Brendel steht dort, doch Robin Schmidt grätscht den Ball ins eigene Tor. Jordan lässt sich feiern, doch der Blick geht schnell zu den am Boden liegenden Spielern. Die Schiedsrichter sind laut Regel dazu angehalten, bei Kopfverletzungen nochmal vorsichtiger zu sein. Krüger kann danach weiterspielen. Schlumbum wird einige Minuten später ausgewechselt. Und das stößt auch auf Unverständnis auf der Trainerbank. Philipp Obloch, der Cheftrainer der Ostdorfer, sieht gelb-rot und muss den Innenraum des Sportplatzes kurz vor der Halbzeit verlassen. Nach dieser umstrittenen Schlussphase macht sich Piotr Trochowski für seinen ersten Pflichtspieleinsatz für den HSV seit über 9 Jahren bereit. In dieser Zeit gewann er mit Sevilla unter anderem zweimal die Europa League. Die zweite Halbzeit beginnt Trochowski noch an der Seitenlinie mit seinem alten und neuen Kameraden Marcel Janssen, der beim 4:1 Hinspielerfolg gegen Ostdorf ein Tor beigesteuert hat. Der HSV kommt mit Elan aus der Pause und zieht das Spiel auf seine Seite. Jordan im Strafraum gegen Spranger, den lässt er ganz alt aussehen. Der Pass findet Nikro, der Winkel ist spitz, aber Nikro versenkt den Ball trotzdem. 2:1, das Spiel ist gedreht. Der beste Torschütze des HSV 3 erzielt seinen 16. Treffer. Ein Start nach Maß in die zweite Hälfte und in der 71. Minute ist es dann soweit. Morone geht vom Platz und Piotr Trochowski feiert seinen Einstand in der Oberliga Hamburg. Und auch der Bomber vom Blomkamp kommt in die Partie. Jeremy Michael Wachter mit 26 Toren in nur 21 Spielen führt er die gesamtdeutsche Oberliga-Torschützenliste an. Trochowski bekommt direkt einen Freistoß zugesprochen, eine Paradedisziplin zu Profizeiten. Diesen hier jagt er direkt in die Mauer. Ostdorf versucht daraufhin zu kontern, aber die Hintermannschaft des HSV ist aufmerksam und sichert ab. In den Schlussminuten kommt der Präsident persönlich in die Partie. Marcel Janssen ersetzt Manuel Prendel und der Ex-Profi setzt direkt ein Zeichen, bekommt den Ball, steht nicht im Abseits und hat viel Platz vor sich. Legt auf die Seite zu Jordan, der zurück auf Janssen. Der Schuss wird abgeblockt, doch im Rückraum macht sich die Nummer 17 bereit. Trochowski schießt und trifft. Was für ein Treffer! Willkommen zurück an der Elbe, Piotr Trochowski, 20 Minuten im Spiel und der Ex-Nationalspieler schießt ein für ihn typisches Distanztor und das nach Vorlage von Marcel Janssen. Diese Geschichte hätte man nicht besser schreiben können, alle in Blau und einer in Orange sind außer sich. Das Beste kommt bekanntermaßen zum Schluss. Nach diesem Tor passiert nichts mehr. Der HSV gewinnt verdient mit 3:1 gegen offensiv zu schwache Ostdorfer. Somit hat Trochowski seine Rückkehr in den Punktspielbetrieb gekrönt. Nach Sevilla und Augsburg ist er auch fußballerisch wieder in seiner alten Heimat angekommen. Wie die Spieler diese Partie bewerten, hört ihr nun am Mikrofon. Frederik Stehner begibt sich auf Stimmenfang. Erstmal, warum ich so spät reingekommen bin. Ich kann froh sein, dass ich überhaupt gespielt habe, weil ich habe nämlich die ganze Vorbereitung nicht mitgemacht. Leider immer noch unter Leistenproblem und ja, was soll ich großartig zum Spiel sagen? Ich sag mal, ich glaube, wir haben ganz gut angefangen, hatten auch gute Spielszenen nach vorne und so. HSV hat auch gut gekontert eben halt gestartet gegen uns. Hat man gemerkt, dass wir da auch einige Probleme hatten, gerade hinten so die letzte Kette.
Ja, zwei Verletzte eben halt im Spiel auch noch. Ist natürlich schlecht für uns, gerade zum Ende hin, dass Robbo auch noch da, ich weiß nicht, mit der Schulter, glaube ich, Probleme hatte. Oder ja, denn der Schiedsrichter, muss ich ganz ehrlich sagen, heute die absolute Frechheit. Also was der heute geleistet hat, das geht gar nicht. Schon beim 1:1, ich glaube beim Unentschieden oder so, wenn die beiden Jungs da mit dem Kopf zusammenprallen, das muss er eigentlich pfeifen, das muss abgepfiffen werden. Ja, aber man kann nicht das Spiel eben halt nicht immer auf den Schiedsrichter schieben. Ja, wir haben 3:1 verloren und ja, ist zum Ende hin, glaube ich, nicht ganz unverdient. Fast wie früher, nur wir sind ein bisschen älter und ein bisschen langsamer geworden. Aber es macht Spaß. Ich habe Trotsche heute auch mit hier hingenommen und habe ihn gut eingestellt, wie man gesehen hat. Und freue mich, dass er dem ersten Spiel dann auch gleich der Mannschaft helfen konnte.